finde Kekse. Hey meine Lieben, jeder von euch kennt es. Ihr habt euch gerade gemütlich auf dem Sofa gemacht und habt eure Liegeposition gefunden und euch richtig schön eingemurmelt. Und dann fällt euch auf, oh nein, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen oder euer Lebensgefährte. Wie ihr jetzt ohne Aufstehen diese Tür zukriegt, das zeige ich euch jetzt. Dazu braucht ihr natürlich einen Hund, der bereit ist, aufzustehen für euch und die Tür zuzumachen. Sumi, mach die Tür zu, komm! Mach die Tür zu! Mach zu! Zunächst müsst ihr eurem Hund erstmal zeigen, dass er vor der Tür gar keine Angst haben muss. Und das macht ihr am besten einmal mit einem Leckerli. Snoopy, komm mal hier. Guck mal. Tür zu. Snoopy, Tür zu. Tür zu. Nein. Wie ihr gesehen habt, habe ich ihn einfach ein bisschen hochgelockt, dass er in Männchen geht. Und dann einfach die Tür nach oben drückt. Passt natürlich auf, dass er eure Tür nicht zerkratzt. Snoopy, warte. Snoopy, Tür zu. Tür zu. Tür zu. Fein. Das macht ihr einfach immer und immer wieder und dann klappt das auch, wenn ihr auf dem Sofa sitzt und euer Hund die Tür zumachen soll. Und Tür zu. Tür zu. Tür zu. Fein. Tür zu. Tür zu. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Tür zu. So ist fein. Gut. Fein. Ihr müsst einfach diese Übung immer und immer wieder üben. Das heißt, immer wieder den Begriff Tür zu mit der Kombination dieser Tür, dass die auch einmal zuknallt, üben, damit er es registriert. Mensch, Tür zu heißt für mich, knallt, die Tür ist zu, ich kriege ein Leckerli. Immer wieder üben und irgendwann funktioniert es tatsächlich, dass ihr auf dem Sofa liegt und der Hund automatisch dieses Kommando nimmt und die Tür zumacht. Wir beide müssen das auch noch regelmäßiger üben. Wir hatten das schon mal so weit, dass es sehr schnell und gut funktioniert hat. Snoopy ist natürlich jetzt auch schon in die Jahre gekommen und hat immer wieder neue Tricks gelernt. Das heißt, auch bei ihm ist irgendwann Ende mit neuen Tricks lernen bzw. vergisst auch manchmal die alten Tricks, was überhaupt nicht schlimm ist. Das heißt, wir wiederholen diese Übungen immer und immer wieder und irgendwann, wie gesagt, muss man nicht aufstehen und euer Hund macht die Tür von alleine zu. Wir hoffen, ihr habt jetzt jede Menge Spaß mit eurem Hund und eure Türen bleiben natürlich heile, dass nicht so viele Kratzspuren an den Türen sind. Snoopy ist natürlich ein kleiner Hund, der hat ein bisschen Schwierigkeiten, schwerere Türen zuzukriegen, hat auch nicht so die Krallen, dass er irgendwie was zerkratzt. Wenn ihr natürlich Hunde habt, die schärfere Krallen haben und die eure Türen kaputt machen, dann tut natürlich auch ein bisschen was davor. Vielleicht einfach ein bisschen Moosgummi vor die Tür kleben oder lasst es einfach, bevor eure Türen kaputt gehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und wir freuen uns auf weitere Tricks mit euch. Auf Wiedersehen!